Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Wir sind im Abenteuermodus, glaube ich, oder? Ich vergesse immer, wie er heißt. Meine Fresse. Muss ich mir echt mal merken. Wie heißt er? Doch, Abenteuer, Adventure Mode. Kann man sich eigentlich merken? Nein. Wir sind mit der 8-Bit-Impa unterwegs noch. Und jetzt geht's halt im nächsten. Sie Nimbus Garde. Machen wir doch. So geil gemacht, so 8-Bit, ja. So, und diesmal nehmen wir aber Saya. Kostüm? Ich würde mal sagen, ohne Maske, ohne Hut. Also das ist normal. Das ist ohne Maske und wir nehmen auch ohne Hut. Sei auf der Hut, ohne Hut. So, du Boxenluder, dann ich noch ausrüsten. Tadam, tadam, tadam. Ja, hallo. Ja, ja, ja. La, 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 la. La 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 la. Kennt ihr das Lied? Zwei wie Pech und Schwefel, Bud Spencer. Gut, er hat ein bisschen anders gesungen. Legendäre Szene. Kommt auch ein Auto vor, das so eins wie mir gehört. Also nicht der Filmauto, aber die waren seinerzeit Mode. Und ich hab eins. Ein Buggy. Oder Buggy. Wenn man nicht Deutsch kann. jo. Nee, Moment. Das reicht. Okay. La 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 la. Ja klar. Ah, geht gar nicht. Okay. So, Waffenkammer, was hast du denn so Schönes für uns? Septe. Ten, alles gleich. Ach, dann nehme ich doch gleich das. Ach komm, was soll's. So schwer sind die ja Missionen. Ja, die Mission ja auch nicht. So, Busenlilly, zeig mal, was du hast. 80er. Ja, mit dem bösen Jagirim. Habe ich den schon freigeschaltet? Nee, oder? Na egal. Egal, es gibt ja genügend Let's Player, die das Spiel Let's Playen. Und ich bin sicher, dass ihr da auch fündig werdet. Aber ich habe im Moment einfach meine Fresse. Ching, 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 ching. Wow, das sieht doch mal geil aus. Ja, sie ist nicht umsonst schwarze Magierin, ne? Klasse gemacht. Wie sie wirbeln. Ah, herrlich. So, das gehört uns. Wie sie so lacht. Ja. So lachen auch immer die Frauen, wenn sie mich sehen. Nein, Quatsch. Warum schlägt man nicht? Sonst sie nicht die so offenherzig rumlaufen. So. Das wär's. Nee, noch lange nicht. Doch, das ist. Okay, der nächste. Nächste! Saya! Gib Gummi! Mischummi! Hey, die kann schweben! Geiler Mann! Hey! Da lang! Die Nimbus-Garde! Hab was für euch! Boom! Und sie fliegen! Und wasch. Und was so schön war, noch den Dingens. Spezialangriff. Was kann die? Ja, nicht schlecht. Armageddon. Und der Soldat linst hier noch unter den Rock. Schweinerei. Ich kann auch anders, du. Volle Möhre.
Das fetzt. Was wollen die? Was? Der Huhn? Das Huhn? Der feindliche Feldmarschall. Den bashen wir doch noch. Wer ist noch hier? Und Bosenlilly. Meine Fresse. Aber hat was, ne? Hat was. Also ich bin da nicht dagegen, dass diese offenherzig rumschwebt. Im Gegenteil, ich finde das... Ja, ich bin auch nur ein Mann, ne? Also wenn ich so an mir runterschaue, ja, ich bin ein Mann, ja, hab blaue Socken an. Also den Witz kennt ihr ja, oder? Mädchen und Junge im Spital und... Er sagt dir, hör mal, ich... Nee, doch, er sagt irgendwie, dass er ein Junge ist, das Mädchen sagt, das glaube ich dir nicht, doch, und er sagt, doch, wenn die Krankenschwester raus ist, zeige ich es dir. Es geht die Krankenschwester raus aus dem Zimmer, er legt die Decke weg und zeigt dir, siehst du da unten, alle Jungs haben blaue Socken an und die Mädchen pinke. Ja, gut, uralter Witz, aber muss auch mal erzählt sein. So, der Feldgulli da. Na du? Ich komm, ich schweb zu dir. Schön sei ja, Mann. Die fliegenden Glocken, die fliegenden Glocken. Okay. Dich bash ich gleich mal. Nämlich so. Bong. Armageddon. Der ist noch zäh. Das ist ja so zäh. Ich dachte, das liegt an... War wohl nicht so. Hey, hörst du auf? Böses. Bös. Sie kann echt was rauszaubern, du. Uiuiui. So. Muss gar nicht denken, du. Wieso sind sie überhin? Greifen die den an oder greifen die mich an? Noch einmal, komm jetzt. Nein, die greifen mich an, sonst will ich die ja nicht bashen können. Schweinerei. So, Mann, der ist immer noch da, wo er nicht müsste. So, jetzt aber. Ist er down? Ich will Herzen. Hallo, Herz. Ich will ein Herz. Der ist voll im Orifiz. Nein, kannst du vergessen, du Zipfelklatscher. Okay. Mission geschafft. Schön. Mir gefällt die. Gefällt mir. Sieg. Weiter geht's. Eigentlich wird das so prästiniert für 3DS, ne? So 5 Minuten Kämpfe. Warum nicht? Ah, die kann Darklings beschwören. Geil, Omat. Ja, ich finde, die hat was. Nicht nur eins, zwei, sondern die hat was. Ist mir egal. Hat sie gar keine Verbindung? Hallo? Ja. Gut. Weiter geht's. Ja. Ach, Pizza, ja. Geil. Wir sind alle Riesenmonster in der vorgegebenen Zeit. Das werden wir ja wohl schaffen, ne? Und mit wem? Ich denke, wir nehmen mal... Wieder mal Link. Selten den Link. Nein, wir behalten uns mal... Moment, also die drei haben wir ja im Let's Play gesehen. Und die auch. Ja, jetzt sind auch noch die beiden. Rüsten wir die auf. Ah, komm, was soll der Geiz? Ja. Yes, my dear. The same procedure.
Es ist viel. Kann nicht mehr. Okay. Schwach auf dem Portemonnaie. Also reicht für Volga. Die Bösen kriegen nicht so viel. Nein, Quatsch. Also geht mir das Zeugs aus, ne? Ja. Okay. Die Waffe habe ich nicht aufgerüstet, ich denke, gibt eh nicht so viel. Der Schatten, da. Soll ich's vorlesen? Dieser düstere Herrscher war der Gegenspieler des Helden in der Welt der Prinzessin der Schatten. Mit seiner starken magischen Fähigkeiten raubte er Midna von den Thron und fiel als König mit seiner Armee in der Welt des Lichts ein. Er verliert selten die Beherrschung, auch wenn es einmal so weit ist, wird er unberechenbar und ist nahezu unmöglich zu besänftigen. Schwule Sau. Entschuldigung. Also alle riesen Monster, ja, dann ist glaube ich Volga der richtige. Denk, misch mir nicht rein hier. Brauche ich nicht. Ah, Feuerattacken, gut. Bomben, wir brauchen Bomben. Ja, ich weiß, wie der heißt. Danke. Komm schon. Dodongo. Mach ihn eh. Also gut, nicht das. Das habe ich nicht gemeint. Das auch nicht. Das habe ich gemeint, genau. Nom. So. 10 Minuten, das schaffen wir in der Zeit. Ding. Gut, die Hälfte schon mal. Also das sind zwei, ich dachte, das sind drei, okay. Umso besser. Na, die Knochentorte, die bash mir auch noch. Zeig, was du hast. Okay. Funktioniert. Was das? Okay. Gut. Ein Dodongo besiegt. Fehlt noch einer. Glaube ich zumindest. Hä? Ich besiegt? Was denn? Okay, das ist schon ein bisschen anders, aber nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Komm schon! Ja. Zeig, was du hast. Ja, das andere. Nein, nicht das andere. Das genau. Was? Wieso? So sollte ich. Ich bin doch schon fast besiegt. Ein fast besiegten Gegner. Lass ich nicht einfach so stehen. So. Entferne dich vom Gegner, ihr könnt mich mal. Jetzt geht's noch zum zweiten. Erst 3 Minuten. Mann, das ist ja kein Zeitlimit. Auch ein... Hä? Ah, oh Mann, nervt nicht. So. Auch ein Kinderdongo oder was? Ja. Ja, kriegst du was. Kriegst du was. So. Das war's. Nochmal. Komm schon. Ja. Gerne.
So. Was ich dann auch zweimal? Scheint so. Also gut. Hier soll es recht sein. Gleich nochmal. Okay. Bang, 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 bang. Funktioniert, funktioniert. Der Knochenhorst da auch noch. Wenn es schon so schnell geht. Ja, ja, ich bin da. Und besiegt. Gut. Leichte Unterhaltung am Abend. Schöne Szene. Das muss man lassen. Ja, nicht allzu befriedigend. Seid auch froh. Den Abenteuer, den Legendenmodus hatten wir ja schon. Gut. Irgendwie fände ich es episch, wenn der sich in, ja, in Volfagia verwandeln kann. Aber es ist nicht Volfagia, es ist irgendwie, es ist Antarok oder wie der Schmäher Schmotter heißt. Weiß doch nicht, ich kenne doch die Namen nicht alle auswendig. Okay, das hätten wir auch. Dann geht's ja gleich weiter mit dem nächsten Kampf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles nehmen, klar erklären. So. So, so. Okay, es geht weiter. Hier. Besiege alle Riesenmonster. Ah, mit Lana. Okay. Wenn's denn sein soll, dann soll es so sein. Ah, ich glaube, wir nehmen das 150-fache, ne? Also, das gute Buch. Das schlaue Buch, wer kennt's? Die Joystick. Nein, nicht kaputt machen, nein. Im Gegenteil, ah, Charakterprofil. Dieses Wesen kämpft in einer anderen Epoche an der Seite des Helden und gemeinsam retten sie sowohl die Welt des Lichts als auch die der Schatten. Als Prinzessin der Schatten beherrscht sie uralte Magie, die in ihrem Volk seit Generationen vererbt wird. Ihre wahre Gestalt ist von betörender Schönheit, wurde ihr aber von einem Fluch genommen. Ihre Schattenmagie ermöglicht es ihr, ihre Haare wie einen weiteren Arm einzusetzen und Kreaturen aus den Schatten zu rufen. Ein maskenähnlicher Stein lässt sie noch mächtigere Magie einsetzen. Okay. Wieso sagt ihr mir das jetzt? Beginnen. Okay, zwei Riesenmonster. Das schaffen wir, ne? Mit Lana. Lana del Rey. Kommt mir in den Sinn. Ah, ein Goma. Das heißt Pfeil. Autsch. Das kriegst du zurück. So nicht du. Ja, ich weiß. Hallo. Bin ich nicht von vorgestern? Ja, da kriegst du zurück. Bang. Mach da nicht so ein Theater. Du hast angefangen. Anscheinend muss man den wieder zweimal wäschen. Und ich merke gerade, dass Lana nicht so stark ist wie Folga. Nur wegen ihm. Nerv doch nicht. Der Nerv wanders. Komm schon. Tja. So geht's. Hätte was von der Krabbe eher, ne? Aber egal. So. So mal die Hälfte. Ein Drittel, zwei Drittel sogar. Meine Güte.
Na, was willst? Das kann ich dir geben. Kein Problem. Ich war schon mal besser als vorhin. Na komm. Ist mir wurscht. Und nochmal. Zwirlibus. Das will eine Spinne sein. Mann, nerv nicht. Donkey. Ah, knapp. Wegen dem Fuzzi da. Mann, ihr nervt. Geht doch mal weg. Hey, hör auf. Die haben einen Trank. Jut. So. Das wäre auch geschafft. Bom. Voll ins Auge getreten, du. Ein Transportsoldat. Na du. Lange machst du es nicht, du. Okay. Sind noch sonst so ein Fuzzi? Naja, ganz viele. Und ein zweiter Goma. Den wollen wir doch. Ja, zu spät. Muss näher ran, muss näher ran. Ich hab doch gedrückt. Ha, oh, Menno. Ah. So. Läuft. Das hat auch funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Komm her, Goma, komm her. Na toll. Noch weiter weg konntest du nicht sein, ne? Und schrumm. Besiegt? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Bang! Timing, ne? Das ist doch mal Timing. So funktioniert's. Funktioniert einwandfrei. Tja, treffen musst du aber auch, du. Und sie fliegen wieder. Das war blöd. Ja, ist ja gut. Komm schon, zeig mir dein schönes blaues Auge. Und ich mache es noch blauer. So. Und ich halte mein Versprechen, keine Sorge. So. Das war's. Bang. Auge zu und durch. Auch wieder geschafft. Geht ganz schnell. Wenn man's kann. Ja, ist ja niemand anders mehr da. Ja, ja. So. Tim, 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 tim. Puh, macht Spaß. Macht Spaß. Ja, ja. Ja, ist ja gut. Geh zum Playboy, wenn du dich scharnieren willst. Nein, Quatsch. Okay. Gut. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch.
Und 8-Bit. Schick ist nur in der Galerie verfügbar. Geil. Okay, was haben wir denn noch nicht? Das hier? Doch, ja, ist. Da ist eine Medaille. Oder? Doch, 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 das hatten wir doch. Oder nicht? Doch. Und das Dongos? Ja, dann hatten wir es. Okay, dann geht's noch mit dem hier weiter. Ich sehe alle Feinde. Das sieht doch machbar sein. Und mit wem? Mit Fai. Idiot. Mach mal noch schnell, ne? Ja, so finde ich es klasse. Und ich denke, so haben wir es auch schnell. Ich dachte, wir es schnell haben müssen. Aber es warten noch andere Projekte, auf die ich mich sehr freue. Schlacht beginnen. Besiege alle Feinde. Okay. Das sollte ja machbar sein. Erstmal die hier. Und ich fliege auch noch schnell. Mann, nerv nicht. Tink, 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 tink. Übersichtlich, ne? Übersichtlich. Und man sieht nicht viel. Bäm. Kommst du? Ja. Einer nach dem anderen. Oder auch nicht. Bang. Ja, ja, ich weiß, du wartest auf deine Abreibung. Und die kickste. Siehste? Jut. Dinodorus besiegt. Und der andere Fatzke auch gleich. Gut. Und jetzt? Ja, aber ich durchkomme. Hallo? Ah, schön. Clipping-Fehler. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ja, ja. So. Lässt mich wohl. Man mischt sich nicht ein, wenn man kämpft. Im eigenen Kampf wehrt man sich nicht. Doch, klar, aber darf man nicht laut sagen. Bang! Hat schon fast was von einem Prügelspiel, ne? Smash Bros. Mann, der Wirbel. Der wird hier rumgewirbelt. Ich habe nicht so viel Energie. Ich dachte, das wäre ein Energiekrüge. Egal. Doch, da ist einer. Energie. Energie. Danke. Danke sehr, danke sehr. Und ebenso, was ich anders will. Bam! Hat's was gebracht? Ja. Mann, hör auf mit dem Schmodder. Auf volle Möhre. Jo. Und wieder. Geil gemacht. Geil gemacht. Der besiegt jetzt. Scheint so. Und ich habe sogar noch Dingens. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. So. Bald bist du down. Bald bist du down. Schütz dich nicht immer. Es ist nicht fair. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ja, ja. Der andere ist auch noch da. Meine Güte. So. Krieg dir eins auf den Purzel.
Und ich habe immer die Übersicht, also ziemlich. Und das ist bei solchen Spielen überhaupt nicht die Norm. Also früher bei vor 10, 15 Jahren, wenn ihr da Übersicht gehabt hattet, dann wart ihr gut. An solche Spiele ich selten echt verwurscht. Mann, ist er down oder was? Geht doch. Ah. So, weiter. Mach's auf. Ich muss so. Sag doch das. So, und wer wartet hier? Ja, auf mich. Oh. Aha. Oh nö, der Verbannte? Okay. Ja, den kennen wir. Den kennen wir. Ich hätte gerne Energie. Mann. Hallo. Nerv nicht. Warten. Ach, kleine Verbündete. Kleine Verbannte oder was? Wie blöd ist das denn? Schwapp, schwapp, schwapp. Bong. Und sie fliegen. Und das bringt nichts. Jucke ich dem nur ein bisschen am Zeh. Aber es nützt, es nützt. Was das? Noch mehr? Ja. Ist ja da. Aber die gehen, die gehen. Schmeiße dann auf mich? Vergiss das mal. Ganz schnell. So. Hä? Ach so. Nein, der ist noch da. Und ich habe nicht mehr allzu viel Energie. Dein Gegner ist noch da. Und das nervt mich. Und das nervt mich auch. Das nervt mich sowieso. So fühlt das nicht immer auf. Hallo? Ah doch, es nützt. Wusste ich doch. Bong. Fall in. Das nützt, das nützt, das nützt. Und das ist die Hauptsache. Fall dürfte etwas stärker sein, aber es nützt. Mann, lass das. Juck dem nicht am C, sondern bash ihn. Mann, das wird knifflig. Ist nicht so stark, wie sie sein könnte. Ich verliere so viel Energie. Das ist was, was mir gar nicht gefällt. Mann. Komm, 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 komm. Bash, bash, bash. Noch einmal, noch einmal. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Mann, keep calm. Ja, wenn ihr euch fragt, warum bin ich wieder auf der Karte? Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe jetzt diese Mission, die wir hatten, etwa 5-mal gespielt. Die Gegner sind einfach bockschwer, der Verband am Schluss sauschwer und spinnt am Schluss, also spinnt, ja, er ist einfach sauschwer. Und ich habe mich ein bisschen im Internet schlau gemacht, also ein Kollege bei Facebook, hallo meinerseits, grüße dich. Ja, der hat mir empfohlen, ja, alles auszurüsten, das habe ich gemacht, gut, und ich hätte ja liebend gerne zum Beispiel für Link den Morgenstern freigespielt, ja. Und das ist eben nur im Abenteuermodus hier möglich. Ihr habt gesehen, ja, in den
im vorigen Part auch, es hat zum Teil einfache Missionen und zum Teil schwierige. Und ich habe jetzt auch noch mehr nachgeschaut. Also allzu viel freizuspielen gibt's nicht. Und ja, einerseits, man kann manche Dinge nur freispielen, wenn man einen Rang A-Sieg erzielt. Und der ist im Teil schwer. Und das andere ist, das, was wir bisher gesehen haben an Missionen, was alles zu tun gibt, also bäsche den, mache das. Es hat vier Sorten von Missionen und wir haben eigentlich schon alles erlebt. Also ich denke mal, ich mache hier nicht alles, denn es wiederholt sich alles x-mal. Und ja, morgen, also ich mache es vielleicht mal weiter, ja, aber die Mission, die ich gespielt habe, ist wirklich bocksau schwer. Also wirklich, es ist bocksau schwer. Man kann nur mit Pfeil. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist mir auch egal. Es ist nur schade. Aber, na was soll's. Also, hiermit breche ich den Abenteuermodus als Let's Play ab. Aber. Ich will euch doch noch etwas Besonderes zeigen. Nämlich den freien Modus. Ja? Im freien Modus möchte ich euch doch noch zeigen hier. Hier kann man alles nochmal nach Gust und Laune zocken. Ja? Ja, genau. Und ich habe mich ja immer beschwert wegen dem 8-Bit-Schwert. Und jetzt machen wir das. Ich nehme den Einhänder, das 8-Bit-Schwert. Ja. Und mache diese Mission nochmal mit Link. Und das wird das letzte sein, vorerst, was ich hier mache. Also wirklich, ich habe nachgeschaut. Mehr als das, was wir schon gesehen haben. Und hier 100 Mal noch das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr Bock drauf habt, aber ich habe nicht Bock drauf. Zudem mal wirklich A-Ränge beziehen, schaffen muss. Aber wir amüsieren jetzt noch mal uns mit dem 8-Bit-Schwert. Und chillt. Es sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Ja. Also mal schauen, was passiert denn so? Ja, eigentlich genau dasselbe. Aber genial. Ich finde das so genial. Nein, es tut mir wirklich leid. Ich will es in dem Sinn nicht abbrechen, aber wir haben alles schon gesehen. Wenn ihr findet, ja, es ist schade, den Abenteuermodus abzubrechen. Tut mir unendlich leid, aber ich habe wirklich nachgeschaut in mehr als 5 Seiten, was hier alles zu holen ist. Und zudem muss man wirklich mit Rang A Schwermodus alles schaffen. Und habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich mal das Abenteuerpaket, das sieht so genial aus, und das Heldenpaket alles mal mir gekauft habe, werde ich vielleicht mal ein Epilog machen, aber so wie es jetzt ausschaut, nein, es reicht mir. Es reicht mir, ich habe genug gesehen. Wir haben alle Charaktere, die wir hatten, haben gespielt. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, denn Legendenmodus zu spielen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, Hyrule Warriors zu spielen. Aber mehr ist wirklich nicht zu wollen an Abwechslung. Und ich will euch wirklich nicht 120 Parts langweilen mit dem Abenteuermodus. Zumal wir wirklich, wirklich alles gesehen haben, was es an Abwechslung gibt. Wenn ihr zu Hause das habt und das machen wollt, ist eine absolute Empfehlung. Ihr könnt wirklich massig Herzteile und so weiter freispielen. Aber an Waffen haben wir ziemlich viel schon da. Es gibt Krafthandschuhe irgendwie für Darunia und den Morgenstern für Link. Aber es ist mir nicht wert. Ich will hier euch nicht langweilen damit. Überhaupt nicht. Und deshalb mache ich jetzt noch das hier. Es ist die erste Mission. Was haben wir gesehen? Es ist
an. Es ist von daher wirklich toll gemacht und ich freue mich auf weitere Projekte. Ja, Folga ist so gar nicht mehr so schwer. Okay. Dann geht's weiter hier. Jetzt, ich habe diese Mission schon oft gespielt, aber offscreen, weil ich nämlich schauen wollte, was hier so los ist. Man spielt sie auch im Legendenmodus, glaube ich. Ich muss mich täuschen, ich muss mich echt irren. Aber naja, nein, wirklich, wir haben alles gesehen. In der Hinsicht und schade, Schokolade für den Morgenstern. Und ich hätte wirklich gerne ausprobiert im Online-Modus, aber es gibt ja scheinbar keinen Online-Modus. Oder wenn ihr wisst, wo der Online-Modus versteckt ist, könnt es mir in die Kommis schreiben. Ja, bitte seid mir nicht allzu böse und es tut mir auch leid. Aber ich will euch wirklich nicht langweilen. Ich dachte wirklich, es gibt verschiedene Missionen mit verschiedenen Gegnern irgendwie, aber nein. Es heißt immer wieder zwei große Gegner bashen, besiege alle Gegner und ja. Es ist wirklich nicht mehr im Abenteuermodus. Wenn ihr sagt, doch, doch, es ist viel mehr, ich lasse mich gerne belehren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich was wirklich, wirklich, wirklich Spannendes verpasse. Aber soweit, so wie ich das gelesen habe im Internet, verpassen wir nichts mehr. Also ja, wir verpassen schon einiges, ja. Also schon allein die Download-Contents, dass ich die nicht gekauft habe. Aber wir verpassen nicht. Wichtig, nichts Wichtiges. Mann, es ist Abend und ich habe meine Zunge in Ruhestand geschickt schon. Was muss ich jetzt tun? Exalfos besiegen. Okay, und wo sind die? Was ob ich das noch wüsste? Was ob ich das noch wüsste? Ah, da oben. Ah, jetzt kann man durch. Also wir konnten vorher schon durch? Weiß ich gar nicht. Egal. Es ist episch. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Was? Ach so, wollte ich schon sagen. Ja, mach ihn eh. Aber den besiege ich trotzdem noch. Mit meinem epischen Kartonschwert. Mit meinem epischen Kartonschwert. Ja. So, wir holen uns den Schatz, den wir schon lange besitzen. Nein! Ich setz... Epic Fail, Epic Fail, Epic Fail. Tja. Ah, Kines. So. Nein, es hat mir wirklich enorm Spaß gemacht, mal ein Zelda in Hyrule, in Dynasty Warriors Style. Ich kann mir auch vorstellen, mal ein Dynasty Warriors zu Let's Playen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, es ist ja ein namhaftes Genre, Spielelabel. Ich könnte mir auch mal vorstellen, statt Dynasty Warriors zum Beispiel ein One Piece Titel zu Let's Playen. Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich bin zwar überhaupt nicht gewandt mit der One Piece Serie, also außer ein paar Charaktere und die Möpse von Nami bin ich mir überhaupt nicht vertraut mit der Serie. Aber ich finde sie gut, ich finde sie gut, ich finde sie gut. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Dragon Ball Let's Plays, empfehle ich euch einen Kanal, wo ich mitmache, als Let's Player, Dragon Ball Universum. Zwar seit 4 Monaten kein neuer Part mehr gekommen und ich bin drauf und dran, da mal ein bisschen neue Updates zu machen, also an Parts. Aktuell ist dort Budokai Tenkaichi 3. Bin ich dort in der Dragon Ball Saga, sitze ich da und... Aber da wurde ich schon gefreut und ich mache da auch bald weiter. Und ja, alles andere natürlich auf meinem eigenen Let's Play Kanal. Und es wird... Ja, ich bin immer noch, Zeitaufnahme, immer noch dran mit Darksiders 2 Parts zu schneiden. Ja, das hat mir massig Pass gegeben. Ja, ich bin momentan an Part 30 am Schneiden und bin noch lange nicht durch.
Aber es wird schon ein Ende geben des Let's Plays. Es ist ein schönes Let's Play geworden. Ein episches Let's Play. Also, was ihr bisher gesehen habt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Da ist noch ganz schön was im Kommen. Das könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr wollt. Und danach jetzt auch noch Hyrule Warriors. Warten etliche Let's Plays, epische Let's Plays warten jetzt auf euch. Also bitte abonnieren und Daumen hoch geben, auch ganz wichtig zum Verbreiten des Videos und so weiter. Ich erkläre das alles noch in einem Mario Kart 8 Online Part, den ihr sicher schon vielleicht gesehen habt. Ja, Zeit der Aufnahme ist er eben noch nicht draußen. Noch nicht aufgenommen. Das ist logisch. Kann man die Zeit nicht vorspulen und dann. Und wer will das schon am Wochenende? Ne, wer will das schon? Bin ja nicht bekloppt. So, wir müssen hier noch aufräumen. Ah ja. Von lauter Geplappere. Darksiders 2 war ein episches Let's Play und es folgt darauf auch ein weiteres episches Let's Play, aber eines, das ich kenne. Ein Spiel, das ich sehr gut kenne. Das sei gesagt. Okay, die erste Mission ist irgendwie viel länger, als ich es mir in Erinnerung hatte. Aber ist gut. Okay. Na, dann geht's ja wohl bald los, hallo? Ja. Ach ja, wir müssen ja zu der ollen Katy Price Fee. Kennt ihr Katy Price? Bekannt geworden als britisches Boxenluder. Ja, aber ich sage immer Jordan Carver und Melanie Müller und wie sie alle heißen mit ihren Silikonimplantaten. Oder auch ohne Silikon. Ja, also sie ihre Website zeigen können scheinbar viele nicht mehr. Aber das will ich hier jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Nein, nein. Ach ja, wir müssen ja aufbomben hier. Also komm, bet mal. Bet mit mir. Obwohl wir nicht Sonntag haben und selbst wenn es Sonntag wäre. Nein, nein, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich bin mir so an das Zelda gewöhnt. Da drückt man doch immer den Aktionsknopf. Meine Güte. Ja, dich kennen wir ja schon. Okay. Dann geht's wohl weiter. Hallo Zelda, schön dich zu sehen. Okay, und jetzt? Ah, ist ja erfolgreich, gut. Oh. Ach ja, wir müssen ja ganz nach Norden. Okay, ich mach mich auf den Weg. Tem. Es sieht einfach so abartig geil aus. Ah, ich kann hier nicht durch. Mann. Ist halt solche. Ah, er noch wieder. König der Dongo, kennen wir schon. Ah, gleich um die Ecke. Hallo, mach dir mal das Tor auf. Oder so. Ja, sei die selbst schuld. Von der Art und Weise. So, komm schon. Ja, wir machen Nom-Nom. Nom-Nom und Bam. Ist ja Kind einfach im Gegensatz zum Verbannten. Und das wurde immer schwieriger, hatte ich das Gefühl. Nein, natürlich nicht einfach so. Hier, frisst das. Ja, so stellt man sich irgendwie ein Zelda vor, so richtig schön HD und alles. Ja, ich freue mich schon auf
Das Wii U Zelda freue ich mich sehr. Also gut. Du bist erstmal gebasht mit deiner blauen Schnauze. Und es geht weiter noch den Folga. Nein, nicht Folga, Pyromana. Oder wie der Fatzke hieß. Ach so, wir sind schon. Okay. Okay. Na dann. Bisschen joggen hier. Dun, 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 dun. Jaha, ist gut. Interessiere mich nicht, Interessiert mich das? Nein, aber sicher. So. Ja, ja, mit seinem Kartonschwert. Platsch. Einfach genial. Ja, es gibt auch übrigens etwas Witziges im Internet. Dort sagt in einem Meme, einem Cartoon, Impa zu Link, sie sei in diesem Spiel, sehe sie maskuliner aus als er. Ja, überhaupt wird angekreidet irgendwie, dass Link hier sehr feminin aussieht. Aber naja. So. Okay, okay, okay. Ja, dann setzen wir mal was ab. Die schwersten fliegen heute. Das. So. Oh Mensch. Dann halt das auch noch. So. Ja. Gut. Okay. Also gut. Wir buxieren uns mal. Ne, Galerie will ich noch schauen. Impa schick. Habt ihr übrigens die schon gesehen? Mit Dingens. Also ihr es auch mal gesehen habt. Saya mit Zepter. Und jo. So schaut die alle aus. Sexy Hexy. Gut, aber ich will mein Let's Play hier etwas Niveau. Oho. Was macht die für Faxen? Etwas niveauvoller beenden. Und deshalb. Was haben wir noch für Bilder? Nichts Gescheites, gar nichts, gar nichts. Orden. Ah, das übliche. Musik. Aha. Also gut. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier das zu Let's Playen. War mal was anderes. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Wir sehen uns in einem der anderen Videos wieder. Es folgen weitere epische, gute Let's Plays zu meinen und euren Lieblingsspielen. Hoffe ich zumindest. Also gut, mehr ist dazu nichts zu sagen. Wenn es mal ein Epilog gibt von mir, stelle ich es hinein. Aber es eilt mir nicht, denn es fehlt doch langzeitig an Abwechslung. Wir haben das Spannendste irgendwie gesehen, glaube ich zumindest. Wenn nicht, tut es mir leid. Aber ihr kennt mich, ich schaue immer, dass ihr unterhalten werdet. Unterhalten werdet. Ja, also gut, das Deutsch ist nicht meiner heute. Aber ja. Also. Daumen hoch. Abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dranbleiben. Bis zu einem der anderen Videos. Ich freue mich. Bis denn. Und tschüss.